wage ich mich mal an den Träger in der Mitte. Das ist der für die Lampenhalterung und für die Blinker. Den kann man ja immer notfalls immer noch wieder anschweißen. Schauen wir mal. Mal ganz vorsichtig den hier durchkriegen. Seite arbeiten, das ist halt nicht einfach, ne?
So, jetzt haben wir es abbekommen.